Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parabolt. Ich möchte nur dazu sagen, und zwar ich habe hier Mission 15 schon frei, neue Weltordnung, weil ich hier dasselbe Level, das Gefangene, schon zuvor aufgenommen habe, ungefähr 3 Stunden oder sowas, und die Aufnahme unbrauchbar war. Einfach weil der Open Broadcast da mittendrin abgeschmiert ist. So, ich nehme das Nordvolk, wo nehme hier Tratschloff und so. Mit rein. Ich werde jetzt bloß noch ungefähr, also ich habe jetzt, wir haben jetzt 22.03 Uhr. Jetzt noch so ungefähr eine so dreiviertel Stunde eventuell spielen. Halt hier aufnehmen und dann aufhören. Aber naja. Solange der Open Broadcaster nicht abschmiert, müsste eigentlich alles gehen. Sie haben den Krieg in eine andere Welt getragen. Nun tragen wir den Krieg vor Ihre Türschwelle. Sie haben nicht nur uns und die besten Forscher, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat, getäuscht, entführt und missbraucht. Sie haben ein ganzes Ökosystem skrupellos aus dem Gleichgewicht gebracht. Und so etwas nennt sich Wissenschaftler. Und Sie haben James Warden getötet. Den größten Biologen der Menschheitsgeschichte. Ein Forscher von unermesslich kostbarem Verstand. Und unser Freund. Ich bin ein friedfertiger Mensch. Ich komme aus einem Land, das seit langem für seine Zurückhaltung und Neutralität bekannt ist. Aber mein Entschluss steht fest. Ich werde James Warden rächen. Ich werde nicht ruhen, bevor seine Peiniger tot sind oder hinter Gittern. Weggesperrt für so viele Jahre, wie James ihnen in dieser Welt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. Ich bin kein gläubiger Mensch. Aber es gibt doch diese Bibelstelle, die immer auf Beerdigung vorgelesen wird. David Layton, du suchst sie besser schon mal raus. Oh ja, Mission starten. Wie hier einfach so seine Soldaten zurücklässt. Nochmal entkommt er uns nicht. Er wird's uns auch diesmal nicht leicht machen. Oh ja, das habe ich in der letzten Aufnahme schon bemerkt. Schon unterwegs. Ich habe da eine Idee. Wohl überlegt. Was gibt's? Schon unterwegs. Geht klar. Von mir aus. Aber ich muss sagen, einen Moment, ich muss jetzt schnell was nachschauen. Oder ich muss jetzt Skype ausmachen. So. Sicher. Lauf! Allerdings scheint sie in großen Schwierigkeiten zu stehen. Na, dann müssen wir sie befreien. Vielleicht erhalten wir dann auch ein paar Antworten auf unsere Fragen. Wie langsam das einfach wegfährt. Lauf! Aber ja. Ich höre. Lass mal aufstufen. Ja. Ja. Und hier mein Hauptwasser. Gefängnisinsel. Ich werde jetzt schon mal speichern.
Solltet ihr euch fragen, warum ihr gerade wieder ein Standbild hattet und nichts gehört habt, eventuell. Ich habe gerade bloß die Aufnahme so gesehen, schnell neu gestartet, weil ich gucken wollte, ob der Broadcaster sich dann irgendwie einen Fehler hat, sobald ich die Aufnahme anhalte. Aber es war in dem ist nicht der Fall. Was ist? Was ich sehr gut finde. Werde ich erstmal die Saurier töten. Na, alles klar. Da die mir Schädel bringen. Platz da! Platz da! Und das sehr gut. Testmarke sehr gut. Cole wird aufgestuft. Na, alles klar. Geht's Arbeit? Macht euch bereit. Kommt! Okay. Platz da! Okay. Platz da, okay. Auf dem Weg. Muss auch noch die Folgen von zuvor rendern. Was gibt's zu tun? Genau, wird auch noch gleich einen Hafen bauen. Da ich dann anfangen kann zu fischen. Nächste Aufgabe. Ich habe eine Idee. Ich will kämpfen. Platz da! Da lang! Die kamen vom Gefängnis. Also dem Ding hier. Was gibt's zu tun? Ich habe nicht genug Nahrung. Hat genau für so viele Arbeiter gereicht, wie ich gebraucht habe. Arbeiter ist bereit. Gibt's Arbeit? Das Fischerboot ist gebaut. Arbeit ist bereit. Nee, ne? Ich spüre die Kraft. Wie ich jetzt mal sage. Arbeit ist bereit. Ja? Geht klar. Geht klar. Was? Alles Klärchen. Arbeiter ist bereit. Alles Klärchen, Bärchen. Wie es anhört. Wie die Scheiße. Arbeiter ist bereit. Was gibt's? Was ist zu tun? Arbeiter ist bereit. Brauche ich jetzt mal Holz. Gibt's Arbeit? Was gibt's? Ja? Ja? Von mir aus. Gehst du mal Holz fällen? Gibt's Arbeit? Gibt's Nahrung sammeln? Du auch. Arbeiter ist bereit. Hier brauche ich einen mehr, weil. Was gibt's? Die gehen an Stein sammeln. Was gibt's? Arbeiter ist bereit. Was ist zu tun? Arbeiter ist bereit. Arbeit? Was gibt's zu tun? Brauchen wir Nahrung? Zur 40. Da kann ich mir die leuchten.
Ich werde für euch kämpfen. Wusstet ihr eigentlich, dass Jesus nicht Jesus heißt, sondern Käsus? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber naja. Denn, ist ja so, im Englischen heißt Jesus ja Jesus. Und wenn man es so gesehen auf Deutsch übersetzt, heißt es Cheese, Käse. Und das S für Käsus. Also dieses Sus hinten noch. Oder so. So oder also Käse und das US. So Käsus. Das E fällt in dem Punkt weg und wird durch das U ersetzt. Das würde eher Käses heißen. Das würde ja behindert hören. Sich behindert anhören. Ja. Wer will schon Käses heißen? Wenn Käsus, dann man auch Käsus heißen kann. Manche würden es wieder als ziemlich behindert abstempeln, aber es ist so. Das ist Fakt. Macht euch bereit. Töte die Dinosaurier. Aber ja doch. So, also da unten so ein Lagerhaus gebaut, weil das ist ja Holz und da brauche ich ja etwas, um Holz zu sammeln. Arbeit? Was gibt's? Was gibt's? Ich sag da nur Logführer. Macht euch bereit. Auf dem Weg. Ich weiß noch, heute im Unterricht war das so, und zwar, da hatte ich Sozialkunde. Okay. Ja, Sozialkunde, nicht Sozialkunde, sondern Sozialkunde. Und letztes Mal haben wir über Lokführer gesprochen, weil mein Lehrer, der sagt ja immer so Lokführer. Und dann war einer aus meiner Klasse nicht da. Und das war wirklich ein genialer Moment. Und zwar so, ja, letztes Mal haben wir jetzt über Lokführer gesprochen. Und so, ja, so, Lokführer hat dann wirklich, hat dann so der Lehrer gesagt. Und er so, ah, jetzt weiß ich, woher ich das Lokführer hab. So voll laut. Einfach nur so. Ich habe eine Idee. Letztendlich haben wir dann einfach nur angeguckt und haben gesagt, einfach nur mit so einem Blick, so, einfach halt deine Fresse. Und so, halt die Fresse, du Spaß. Allzeit bereit. Da würden so Lehrer das hinter dem so merken, dass man hinter den Brücken irgendwie so über manche Sachen redet, was sie so sagen. Ich weiß nicht, ob ihnen das gefallen würde. Ich versuch. Geht's los? Ich habe eine heilige Spitze. Ja, es gibt Leute, die hinter den Brücken von Lehrern über Lehrer reden. Aber das mache ich nicht. Nein. Ich bin da nicht so schlecht. Ich mach nicht. Ich habe einen. Gehör da ja nicht zu den Logführern. ich hab das heute wirklich so richtig. Scheiße. Heute ist irgendwo so ein richtiger schlechter Tag für mich. Zuerst nehme ich auf. Oder an sich, keine Ahnung. Komme ich so von der Schule oder so. Nach Hause. Ich habe eine Idee. Hab keine Ahnung was, schlaf irgendwie 2 Stunden und so, nehme dann 3 Stunden auf oder 3,5 Stunden, dann ist die Aufnahme unbrauchbar. Ja, das ist alles so, das sind immer so diese Tage, was gibt's? Aber ja. Die immer nur scheiße sind. Bin bereit. Aber ja. Ich habe eine Idee. Wohl überlegt.
extra für dich. Stets bereit. Ausgezeichnete Wahl. Ich bin dabei. Christina. Ja. Platz da. Ich denke mal, ich greife vielleicht jetzt schon an. Oh. Ja, ihr. Was gibt's? Ihr macht ja wieder gar nichts. Sehr hilfreich. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? So Gips. Ich weiß nicht, ob ihr Gips kennt. So aus, boah, wie heißt denn die Sendung nochmal? Navy CIS, genau. Ich will euch helfen. Gibt so einen Kerl, der heißt Gips. Ich kenne jemanden, der hat immer so gesagt, so, ja, was gibt's? Hey, worauf wartet ihr? So, immer, ja, halt immer so, sowas, eigentlich sowas gibt's, aber immer so mit Doppel-D. Weiß noch. Nicht immer vor seinen Problemen davonlaufen. Da hat sich der Wallner mal darüber vielleicht lustig gemacht. Vielleicht erstmal das Gefängnis und später die Gruppentherapie. Mit diesem, Was für ein Spaß! So mit diesem, da hat er dann immer so, Link von diesem Gips, von wirklich immer so von die, so Wikipedia-Einträgen von diesem, von Gips da irgendwie. Ich kümmere mich darum. Dem geschickt, der macht das gar nicht. Unterwegs. Ich will kämpfen. Und los! Platz da! Ich gehe vor. Ich will euch helfen. Ha. Es ist eine Ehre. Ich will euch helfen. Es ist eine Ehre. Was ist zu Kratschlauf? Lasst uns kämpfen. Wollen wir spielen? Ich kann es sehen. Es ist eine Ehre. Was für ein Spaß. Ausgezeichnete Wahl. Guter Gedanke. Vortreffliche Entscheidung. Was für ein Spaß! Nehmen wir so ein Heilfleck da unten, dieses, so ein Heil, das Kreuz. Oh fuck! Kommt!